Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario Golf Super Rush. Im letzten Part ist einiges Interessantes passiert. Wir haben eine weitere Runde Speed Golf hier im Wetterwald gespielt, haben dann den Lob erlernt, jetzt sollen wir uns dann auch den Lob Wedge holen und wir haben mit einem mysteriösen Geist oder sowas gesprochen, der uns von großen Prüfungen erzählt hat. Aber die kann ich noch nicht machen, diese großen Prüfungen, weil ich dafür zuerst noch weitere Techniken lernen muss, wie zum Beispiel den Lob, den ich jetzt mittlerweile kann, oder auch noch den Duff, den ich dann auch noch erlernen muss. Also keine Ahnung, was es dann damit genau auf sich haben wird. Aber das werden wir schon noch herausfinden, hoffe ich mal. Und jetzt würde ich mir dann eben erstmal den Lob Wedge holen, damit ich dann immer Lob spielen kann. Obwohl das zugegeben gar nicht mal so nützlich ist, weil, okay, ich muss sogar wieder zurückgehen. Ich könnte aber auch jetzt zuerst noch den Duff erlernen, oder? Weil das war doch hier in der Wüste. Das wäre eigentlich besser, weil den Duff muss ich ja dann auch noch erlernen. Dann kann ich das eigentlich gleich hier machen. Mal gucken, ob der dann nützlicher sein wird, weil wie gesagt, beim Lob fand ich eben nicht, dass der so nützlich war. Weil man da halt auch einfach die Möglichkeit hat, mit Spin zu spielen. Einfach in einem hohen Bogen. Und es ist dann quasi ein Lob und dafür braucht man nicht extra einen Schläger dafür, finde ich. Und deswegen war das da irgendwie ein bisschen unnötig für meinen Geschmack. Aber gut. Bist es nicht du, der Duff-Typ? Ja, Meister Duff. Wer stört mich, Meister Duffer? Antworte nicht, denn Worte sind auf dieser Welt einerlei. Nur der Duff zählt. Liebe den Duff, werde eins mit dem Duff. Ja, bring's mir noch bei. Das war's im Groben. Denk mal drüber nach. Tschüssi. Ja, dann bringen wir halt bei, verdammt nochmal. Vielleicht muss man das hier in der Reihenfolge machen. Das war ja bisher auch sehr, sehr lineares Spiel. Ich denke, dass es so bleiben wird, dass ich jetzt zuerst mir noch den Lob Wedge holen muss. Und erst später kann ich dann den Duff erlernen. Na gut. Dann schneide ich sogar mal kurz. Moment. Okay, ich muss es sogar wirklich ganz zurücklaufen nach Grünbüschel. Denn hier ist er. Anscheinend. Meister Lupfer, yay. Kann es sein, dass du den Lob schon erlernt hast? Ja, schon. Aha, da lag ich ja mit meiner Vermutung richtig. Lobs bereiten riesiges Vergnügen, nicht wahr? Geht eigentlich. Die Antwort ist korrekt und verdient eine Belohnung. Hier, nimm einen meiner legendären Lob-Wedges. Greif nur zu, ich habe noch mehr. Frag nicht, wie viele. Will ich auch gar nicht wissen. Yeah! Mein Mii freut sich voll über den Lob-Wedge, den ich gar nicht benutzen werde. Aber yeah, wir haben ihn. Gut, da du nun zum exklusiven Kreis derer gehörst, die einen Lob-Wedge ihren eigen nennen, möchte ich dich an jemanden weiterempfehlen. Was hältst du davon, auch meinem geschätzten Mitmeister Meister Duffer einen Besuch abzustatten? Ja, das habe ich gerade eben schon gemacht, aber es ging noch nicht. Prächtig, dafür bräuchtest du nur ein kleines Empfehlungsschreiben, weil sonst hat er keinen Bock, dir den Duff beizubringen. Hier, ich habe hier eins für dich in der Tasche. Empfehlungsschreiben, yay. Wo genau er weilt, das kann ich dir leider nicht sagen, auch wenn du ihn schon gefunden hast. Duffer ist ein mächtig mysteriöser Meister. Wobei, du könntest ja mal auf dem Dünenweller Übungsgelände nach ihm schauen. Das soll er mal gesichtet worden sein. Sein Wissen öffnet dir ganz sicher neue Wege. Wege voller Ruhm, Ehre, Anerkennung und Lob. Lob. Wedges. Lob, Wedges, versteht er? Ja, schönes Wortspiel mit Lob und Lob. Ich liebe es. Perfektioniere deine Lobkünste. Okay, dann muss ich jetzt aber doch, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt wirklich zum Duffer hingehen muss. Anscheinend schon. Aber das ist jetzt komisch, warum ich da dann die Lobkünste perfektionieren soll. Wird das nicht am besten bei dem Meister Lupfer gehen? Stattdessen gehe ich jetzt zum Duff-Typen. Aber dann mache ich halt das mal. Genau, und ich weiß mittlerweile auch durch euch, habt ihr mir in die Kommentare geschrieben, was ein Duff ist. Mir war das ja nicht ganz klar. Ich habe es mir nur so halb gemerkt, leider. Ist irgendwie so, dass man den Ball so ganz tief trifft und sogar quasi in die Erde reinschlägt, sodass dann halt ein bisschen Erde rauskommt danach, um halt den Ball in einem ganz, ganz flachen Bogen oder hohen Bogen eins von beiden zu schlagen. Bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Wir werden es gleich herausfinden, was ein Duff genau ist. So, da bin ich wieder, mein Lieber. Und jetzt mit dem Empfehlungsschreiben bring's mir bitte bei. Nanu, ein Empfehlungsschreiben von Meister Lupfer. Lass mich prüfen, ob das Ding auch nicht gefälscht ist. Oha, aha, huiuiui. Du verstehst dich also darauf, wie man einen Lob schlägt. Doch was du nicht weißt, ist, wie viel du nicht weißt. Möchtest du die hohe Kunst des Duffs erlernen? Ach, nee, du, kein Bock. Doch. Verstehe, lass mich die Sache überdenken. Eine Chance hast du verdient. Eine kleine Prüfung vielleicht, in der du mir deine Duff-Fertigkeit beweisen kannst. Los, mir nach. Okay, dann bin ich ja gespannt, was der Duff jetzt genau ist hier in Mario Golf. Okay,
Um den Duff zu meistern, musst du zunächst die Geheimnisse des Treffmoments erkunden. Die Kunst, den Ball mit perfektem Timing zu schlagen, und diese werde ich dir fachmeisterlich beibringen. Jawohl. Schlage jedoch zuerst für mich 3 Bälle in den Kübel auf jedem Gesichtsfelsenpunkt. Fürchte dich nicht, die Duff-Anzeige soll deine Hand sicher leiten. Wenn sich die Kreise überschneiden, so schwinge, dann wird der Duff dir Holz sein. Noch etwas, um den Ball hochzuschlagen, solltest du mit viel Kraft schwingen. Peile eine Weite an, die dir zu hoch erscheint, dann solltest du richtig liegen. Hä, was? Okay, habe ich jetzt auch wieder gar nicht gecheckt. Ich habe nur den Lob Wedge, ich habe gar keinen anderen Schläger. Ich muss den also benutzen. Und ohne Spin dafür. Okay. So vielleicht. Ach. Schade. Schade. Okay, das ist die neue An. Das wurde ja auch wieder überhaupt nicht so richtig erklärt einfach. Aber ist ja auch hier das Tutorial, ne? Alles gut. Okay, ich muss da bei der Anzeige dann. Wenn die sich überschneiden, muss ich drücken. Okay, es war deutlich zu weit. Schade. Schade. Er hat ja gesagt, ich soll weiterspielen, als ich denke. Aber nicht ganz so weit vielleicht. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich zu wenig. Okay. Da dazwischen, dann habe ich es gleich. aber ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was bringt mir jetzt der Duff eigentlich so? Also ja, ich muss es schaffen, dass ich da in den beiden Kreisen irgendwie dann treffe. Aber ich meine, was genau habe ich denn für einen Vorteil, wenn ich da dann treffe? Ich könnte ja auch einfach einen ganz normalen Schlag machen, wo diese komische Duff-Anzeige dann nicht da ist. So. Verstehe ich nicht. Machen wir hier so und so. Kontaktpunkt steht da noch. Das muss ich mal noch austesten, was das bedeutet. Also ja, aber das ist einfach nur, dass ich A drücken muss. Ja, nämlich im richtigen Timing halt. Okay. Ja, keine Ahnung. Ist irgendwie komisch. Wie so oft... Ja, scheiße. Wie so oft werden die Sachen nicht gut erklärt. Finde ich. Aber das ist ja nichts Neues. Ja, das war zu spät, glaube ich, oder? Ich finde es aber auch schlecht. Was gar nicht so einfach, finde ich, hier das richtige Timing zu finden, weil man dann nur ein ziemlich niedriges Zeitfenster hat irgendwie. Für beides. So, der passt doch jetzt, glaube ich. Nee, echt zu wenig immer noch. Okay. Schade. Ja, schade. Wie viele Schläge habe ich denn insgesamt eigentlich? Ich hoffe noch genügend. So, jetzt aber. Okay, gut. Gut. Gut, ja. Im 9. Anlauf. Ich weiß gar nicht, kann ich hier eigentlich auch Spin einstellen extra? Kann ich nicht, ne. Es gibt halt nur die Duff-Anzeige. Gut. Okay. Aber ich habe das jetzt noch nicht verstanden, was jetzt da der Vorteil ist von der Duff-Anzeige im Vergleich dazu, wenn ich einfach ganz normal spiele und ich nicht diese komische Duff-Anzeige habe. Vortrefflich, ein Bilderbuch, Lob. Doch ob es noch höher geht? Und ob, mein Lieber. Drücke erneut links oder Y, um mit den Füßen ein wenig breiter zu stehen und etwas ungeahnt Tolles zu verführen, nämlich einen Superlob. Und nun ans Werk. Spiele 3 solche Superlobs und befördere den Ball in jeden Kübel dort, welcher auf dem Gesichtsfelsen thront. Okay. Nee, mach ich es jetzt schon? Nee, jetzt muss ich aber A drücken für den Superlob, oder? Okay, ich glaube, der Superlob ist einfach schon automatisch jetzt ausgewählt. Ich kann da jetzt gar nicht dazwischen wechseln. Okay. Ja, schlecht. Schade. Ja, das ist halt echt... Ich verstehe es halt nicht. Achso. Okay, der ist sehr, sehr hoch, ja. Gut. Gut. Also, das, ehrlich gesagt, das ist mir viel zu kompliziert und ich sehe nicht den Vorteil davon. Also, ich werde den Lobwedge nicht benutzen. Ich nehme einfach meine ganz normalen Spieler mit Spin. Das ist viel, viel einfacher zu verstehen, auch finde ich, als jetzt das hier. Weil mir sich das nicht erschließt, was der Vorteil vom Duff ist. Ah, komm, so knapp, ernsthaft? Mann, ey, gemein. So, der passt aber. Okay. Gut. Gut. So, und dann nochmal gerade, bisschen nach links vielleicht. Okay. Gut. Meisterlich, wie rasch du diese Kunst erlernt hast. Der Duff liegt dir wahrlich am Blut. Dann bleibt mir nur noch, das kosmische Geheimnis zu lüften, was genau den Duff letztendlich zu einem duften Duff werden lässt. Achte nicht auf den Ball, achte nicht auf die Schlagkraft. Derlei Lappalien bekümmern den Duff nicht. Nimm den richtigen Stand ein und glaube, vertraue, werde eins mit dem Duff.
Ist ja wie eine Religion mit dem Duff. Nun schwing den Schläger wie sonst auch, doch achte auf die Duff-Anzeige. Vertraue dem Gelernten, denk an dein Timing und dann immer feste Duff. Versteht er? Immer feste drauf oder drauf. Ja, scheiße. Ja, so viel dazu. Hä, hey, was passiert eigentlich alles? Hurra, ein Riesenerfolg im zweiten Anlauf wieder. Ein herrlich gelungener Explosionsschlag aus sandiger Lage, hervorragend auf deine Duff-Anzeige abgestimmt. Wie du selbst siehst, wird jene Technik in manch einer Situation auf dem Golfkurs Gold wert sein. Mir scheint, du bist bereits eins geworden mit dem Duff. Ja, ich sehe Großes in deiner Zukunft. Meister Lupfer hat weise gehandelt, als er dir seine Empfehlung mitgab. Yay! Mögen dir deine neuen Kniffe auf dem Platz gute Dienste leisten. Vergiss nie, den Duff für seine Dienste zu ehren. Ob Lob aus dem Bunker, ob Explosionsschlag im... Na, du wirst schon sehen, wo sich diese Technik am besten bewährt. Dieser Explosionsschlag wurde jetzt auch wieder 0,0 erklärt. Ich verstehe überhaupt nicht, wie ich den einsetzen kann und wann ich ihn einsetzen sollte. Ich warte schon darauf, von deinen zahnlosen Erfolgen zu hören, Danny. Ja, ich werde den Lobwitch nicht benutzen, du Arsch, weil ihr beide zu dumm wart, mir das gut zu erklären. Vielleicht bin ich auch zu dumm, kann auch sein. Aber ich sehe den Vorteil darin nicht und ich finde, das ist mega verwirrend. Und ich check's nicht. Ja. Kraft übrigens. Ja. Und, Kraft. Ja, einige von euch haben jetzt schon geschrieben, ich sollte doch mal ein bisschen auf Ausdauer gehen. Nee. Immer schön Kraft. Immer schön feste Duff. Feste Druff, hat er doch gesagt. Also. Und dafür ist Kraft, da steht sogar, da kommt auch direkt Kraft, Zähler, Leute, das ist ein Zeichen vom Universum, dass es schlau ist, viel auf Kraft zu gehen. So, kehre zu dem Trainer zurück, der den Lob lehrt. Okay, also der Hammerbruder, von dem ich den gelernt habe. Oder ist jetzt Meister Lupfer gemeint? Beigebracht wurde es mir ja eigentlich von dem Hammerbruder. Dann gehe ich mal dahin zurück. So, hier bin ich anscheinend richtig, genau, da muss ich hin. So, hallo. Grüß dich, Benny. Ich weiß ja immer noch, wie ich dir den Lob beigebracht habe. Sa, konntest du Meister Lopfer finden? Und Meister Duffer sogar auch. Zum Rasenstriegel nochmal. Ist das etwa ein Lobwedge? Hat Meister Lopfer dir den etwa geschenkt? Puh, du musst ihn ja echt aus den Socken gehauen haben. So viel Talent und so viel Fleiß auf einmal. Du hast dir wirklich ein großes Lob verdient. An dir sollten sich die beiden Kerle mit den Schnurrbärten mal ein Beispiel nehmen. Jetzt wurden die schon wieder erwähnt. Stattdessen schleichen sie den ganzen Tag nur rum, ohne je Golf zu spielen. Zwischen Front 9 und Back 9 gibt es eine Straße, die direkt zur Statue führt. Diese Typen haben dort ganz schön herumrumort. Sie sollen dort angeblich auch mehrfach vom Blitz getroffen worden sein. Da ist es kein Wunder, dass unsere Stammspieler das Gebiet vermeiden. Statte der Statue einen Besuch ab. Aha, okay, jetzt wird es dann, glaube ich, ein bisschen mehr abgehen. Ja. Ja, stimmt, weil jetzt habe ich ja alle von diesen Techniken gelernt. Den Spezialschlag konnte ich ja eh schon. Lob kann ich jetzt auch und Duff kann ich jetzt auch. Auch wenn ich die nicht benutzen werde, aber ich kann sie zumindest. Theoretisch. Und jetzt kann ich dann diese große Prüfung machen, oder wie? Und, ja, mal gucken. Mal gucken, was jetzt abgehen wird. Ah! Wario. Ah! Und Waluigi. Dieser blödsinnige Ritter. Hat er uns etwa wieder geblitzt? Lass den, bist du Blechdose. Mann, ich fühle mich jedes Mal wie durch die Münzpresse gejagt. Ah. Stimmt, was haben wir dem Kerl überhaupt getan? Ich bin total platt. Wenn wir ihn finden, will ich meine ganze Energie zurück. Mit Zinsen. Jawohl, dem zeigen wir es, Mann. Irgendwie werden wir uns dieses Blitzschwert schon schnappen. So viel ist sicher. Ganz meine Meinung. Gehen wir zurück zum Clubhaus, um uns vorzubereiten. Jetzt sind die einfach an mir vorbeigelaufen, oder wie? Okay. Tapferer Golfer, willkommen in meinem Reich. Auf dich warten drei große Prüfungen. Bestehe sie und meine Macht wird dir zuteil. Zuerst die Prüfung der Weite. Schlage drei Blitzkugeln in Folge so, dass jede innerhalb eines Zielkreises liegen bleibt. Okay, irgendwie ist jetzt der letzte Part und der hier sowas von random. Ich verstehe halt gar nicht mehr, was passiert. Aber okay. So, ja. Habe ich nur drei Schläge insgesamt? Dann wäre das gar nicht so einfach. Ja, ich versuche erstmal den hinteren, weil der ist am schwierigsten. Wind gibt's keinen. Wie ist das Terrain da hinten? Ja. Geht so. Es sind auf jeden Fall keine Hindernisse im Weg. Okay, also ich will einfach da landen. Schätze ich. Und dann halt mit Backspin ein bisschen arbeiten. Und dann wird das schon klappen. Hoffentlich mal. Okay.
Jetzt mal kurz, wenn ich... Ja genau, stimmt. Ich habe den nicht ausgewählt, den Lochwedge, aber ich will den ja auch gar nicht benutzen. Also alles gut. Ja, ich mache einfach mal. Wird schon. Schöner Schlag. Der ist ziemlich weit. Halt an. Okay, gut. Ich weiß noch nicht, was es jetzt mit den Blitzschlägen auf sich hat, die ich da mache. Aber okay. Ja, der ist doch dafür ganz gut. Da kann ich eigentlich so ziemlich volle Pulle machen. Und dann halt auch mit leichtem Backspin vielleicht spielen. Ja, okay. Mhm. Ich glaube, der ist ganz okay. Schöner Schlag. Schöner Schlag. Ja, sogar auch ziemlich weit. Oh Gott, bitte halt an. Scheiße. Mann, ey, schlecht. Ah, ich muss am Stück schaffen. Ah, okay. Das ist dann hier die Herausforderung. Okay, aber das kriege ich schon hin. Nochmal. Den erst, ich mache immer aber zuerst den hinteren, weil der ist schon am schwierigsten auf jeden Fall. So. Und jetzt habe ich ja schon eine ganz gute Referenz, wie ich da ungefähr schlagen muss. So schwer ist es eigentlich auch nicht. Ein bisschen peinlich, dass ich das gerade verkackt habe eigentlich, weil das hätte ich schon hinkriegen können, da zu landen. Weil das war schon blöd von mir, auf volle Pulle zu gehen, weil er halt dann wirklich eventuell rausgehen könnte. Also auch ein bisschen davor einfach. Ja. Hier so vielleicht. Okay. Jetzt dürfte er ziemlich locker drin liegen. So, ja, der ist doch gut. Gut, finde ich auch. Und dann das letzte dürfte ja eigentlich am einfachsten sein. Ich habe nur leider keinen passenden Schläger, weil der ist halt kacke. Dann nehme ich auch wieder den. Warte mal. Okay, das sind 83 Meter. Das ist ein bisschen kacke. Ich kann das mit den Linien hier irgendwie schwer abschätzen. Das ist die erste, zweite, dritte, nicht so wirklich. Ja, ich mache einfach mal nach Gefühl. Das wird schon. ja, hier so bei der dritten vielleicht. Ja, das ist zu wenig. Ne, da passt. Okay. Gut. Geschafft. Geschafft. Okay. Okay, und jetzt kommen noch zwei andere Prüfungen dann, oder wie? Die ich auch noch bestehen muss. Ja, das ist sehr interessant jetzt alles, was hier gerade abgeht. Ich verstehe es noch nicht so ganz, was gerade passiert. Aber ja, ich lobe deine Künste. So mach dich denn bereit für die zweite große Prüfung. Ach so, okay. Jetzt habe ich das verstanden. Dadurch, dass ich da dann die Prüfungen mache, kann ich immer weiterlaufen. Und komme dann immer wieder zu einem neuen Areal, wo ich dann wieder die nächste Prüfung machen kann. Bis ich halt dann am Ende bei der Statue angekommen bin. Denke ich mal. Okay. Ja, die nächste Prüfung machen wir auf jeden Fall mal noch. Vielleicht dann die dritte erst beim nächsten Mal. So als Cliffhanger. Mal schauen. Aber die nächste machen wir auf jeden Fall noch in dem Part. Ich habe mir jetzt nicht mehr gemerkt, was es für eine war. Er hat ja die gerade schon aufgezählt. Werde ich gleich schon sehen. Da hinten ist die Statue dann sogar schon. Okay. Du musst über einen Lobwedge verfügen, um alle großen Prüfungen bewältigen zu können. Wenn ich den aber nicht benutzen will, was ist dann? Okay, ich muss ihn ausrüsten. Ich will ihn aber gar nicht benutzen. Ich muss den auch nicht benutzen. Finde ich. Naja. Wo habe ich den eigentlich? Ja, Wedges dürften eigentlich hier sein. Genau, okay. Ja, dann nimm halt mal den... Ich meine, das kann ich ja machen, dass ich den Standard-Sandwich einfach wegnehme und da einfach den hier rein tue. Der hat ja nicht so wirklich Nachteile im Vergleich, außer dass ich halt den hohen Bogen spiele, aber das ist ja sowieso ganz sinnvoll, wenn ich auch aus dem Bunker rausspielen will oder so. Also, der ist auch schon allgemein okay, den einfach zu benutzen. Ja, braucht man zwar jetzt trotzdem nicht zwingend, aber ist jetzt nicht schlimm, den reinzutun, sage ich mal. Okay. So wage nun die Prüfung der Höhe. Spiele den Ball über den Wall aus Wasser und triff dreimal in Folge einen der Zielbereiche. Okay. Ich würde es aber jetzt gerne mal austesten wollen, ob ich das auch wieder cheesen kann, ohne den Lobwedge zu benutzen. Vielleicht muss ich den aber auch benutzen. Ja, ich werde gezwungen. Okay. Das verstehe ich halt nicht ganz, weil ich habe das halt mit dem Üben mit Spin auch genauso gut hinbekommen, sogar kontrollierter. Und ich verstehe halt wirklich, kommt jetzt gleich wieder der Duff auch? Ich verstehe halt nicht, was mit dem Duff überhaupt auf sich hat. Aber gut. Ja, Mitte ungefähr, würde ich sagen. Der rollt ja noch ein bisschen. Ja, okay. Ja, aber Duff kommt keiner. Das müsst ihr mir jetzt zum Beispiel erklären. Warum kam da jetzt kein Duff? Oder muss ich das
einstellen. Okay, also hier mache ich einen Standardschlag. Und hier würde ich einen Lob machen. Oder Superlob. Okay, also ich kann da zwischendurch wechseln. Zwischen Standardschlag, Lob und Superlob. Okay. Die Weite ändert sich auch stark. Hier beim Superlob kann ich natürlich nicht so weit schlagen. Also der ist hier gar nicht mal... Der ist vielleicht hierfür zu empfehlen. Ich probiere das mal. Ich mache mal dann hier einen Superlob vielleicht. Kommt da dann der Darf beim Superlob vielleicht? Ja. Scheiße. Schade. Schade. Muss ich jetzt nochmal alle von vorne anfangen? Ja, dann hätte ich das nicht machen sollen. Okay. Ja, okay, dann habe ich es jetzt, glaube ich, schon verstanden. Immer wenn ich halt einen Superlob spielen will, dann muss ich auch einen Darf machen. Quasi, weil ein Superlob so schwierig durchzuführen ist, dass ich halt da noch dann extra auch gutes Timing beim Schlagen brauche. Und deswegen muss ich halt noch dieses extra Minispiel da machen quasi. Wo ich dann... Ja, der ist schon sehr, sehr hoch. Wo ich dann eben auch nochmal speziell mit richtigem Timing treffe. Und wenn ich nur einen normalen Lob machen will, dann brauche ich den Darf nicht. Also das ist der Unterschied. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, dadurch verstanden. Hätte einem auch besser erklärt werden können, wie ich finde. Aber gut. Was soll's. So, habe ich sogar gerade eben eigentlich versehentlich hier einen Standardschlag nur ausgeführt und das hat trotzdem ausgereicht? Ich will das nochmal austesten. Ich will da noch ein bisschen rumprobieren. Aber doch habe ich. Weil 68 Meter hatte ich gerade eben auch schon. Ziemlich sicher sogar. Ja, also man muss hier nicht mal einen Loch benutzen. Genau, aber das reicht einfach so auch schon. Man kommt auch schon über den Wald rüber. Und ich hätte ja sogar jetzt noch mit Spin spielen können. Weil das wäre hier gegangen. Gerade eben, wo die Leiste sich gefüllt hat, hätte ich das noch machen können. Okay, ich will jetzt noch eine Sache austesten. Jetzt mache ich einen normalen Schlag, was auch ausreichen würde, weswegen die ganze Prüfung hier unsinnig ist, wenn man sogar ohne Spin einzusetzen mit einem normalen Schläger über den Wall einfach drüber kommt. Aber okay, ich nehme es mal so hin. Wenn ich jetzt einen Lob auswähle, was ich jetzt getan habe, keinen Superlob, einen normalen Lob, muss ich dann auch einen Duff machen? Oder ist bei einem normalen Lob noch das Schlagen normal? Das will ich jetzt mal austesten. Doch, muss ich auch. Okay, okay, dann liegt es doch nicht am Superlob. Aber halt immer, wenn ich den Lob-Wedge ausgewählt habe und ich will einen Lob machen, na scheiße, entweder einen normalen oder einen Superlob, dann muss ich auch einen Duff einsetzen. Das ist halt einfach so, weil es schwierig ist, einen Lob zu spielen, auch jetzt im realistischen Golf. Und deswegen muss man halt dann da besonders gutes Timing haben. Und deswegen muss ich halt dann nochmal extra richtig spielen quasi. Ja. Aber das ist halt alles komplett unnötig. Weil ich halt auch sowas machen kann. Mit einem ganz normalen Schlag. Ohne Lob Wedge. Also ich, ja, das stimmt, ich habe den Lob Wedge ausgerüstet, aber ich habe halt nicht einen Lob gemacht. Hier ist Lob, hier ist Superlob und ich mache einfach normale Schläge und es passt einfach trotzdem, weil ich halt Spin habe. Und hier für den braucht man nicht mal Spin, um dahin zu kommen. Da reicht es einfach ganz normal zu spielen. Hier so, ohne irgendeinen Spin und ohne irgendeinen Lob zu machen. Ja. Also da muss ich jetzt in den letzten Parts hat das Spiel irgendwie ein bisschen nachgelassen, finde ich, mit den Prüfungen, weil das irgendwie sehr seltsam ist, wie die funktionieren. Werden die Kreise eigentlich kleiner? Ich glaube, die werden kleiner. Deswegen verkacke ich am Ende so oft. Ist nämlich gar nicht so einfach jetzt. Ja, okay. So, wie, wenn der zu weit ist. Ne, das sieht gut aus. Der sieht sehr gut aus. Okay, passt. Ja. Also die Prüfung ist richtig unnötig. Allgemein, alles, was mit dem Lob zu tun hat, was quasi der gesamte letzte und dieser Part war, nicht ganz, aber sehr viel davon, ist komplett unnötig. Wird schlecht erklärt, ergibt keinen Sinn. Es gibt andere Möglichkeiten, die viel besser sind. Naja. Ja, komm, da mach ich mal Lauftempo wieder. 5 ist schon ziemlich wenig, da ist schon 7 mir ein bisschen lieber. Okay, gut. So, jetzt haben wir hoffentlich das mit dem Lob geschafft und der kommt nie mehr wieder, weil das ist so unnötig. Ritterlich. Du darfst dich der dritten großen Prüfung stellen. Okay, das ist dann eine Putt-Herausforderung vielleicht, kann das sein? Werden wir dann sehen. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, dass es das hier war für diesen Part von Let's Play Mario Golf Super Rush. Ah, eine Runde baden gehen. Wunderschön. Beim nächsten Mal kommt dann noch die dritte große Prüfung hier von diesem Geist. Also das finde ich ja ganz interessant. Oder von der Statue halt. Ich weiß noch nicht genau, was es dann damit mit der Statue auf sich haben wird. Da bin ich gespannt drauf. Und auch mit Wario und Waluigi, wie die dann hier noch weiter mitspielen werden. Aber wie gesagt, dieses ganze Lobzeug und Duff fand ich dermaßen unnötig und schlecht erklärt. Und unsinnig und alles. Aber ja, beim nächsten Mal dann weiterhin die Statue und die letzte große Prüfung. Und ich hoffe, dass ich die auch bestehen werde. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal.